Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt, das ihr ausgewählt habt, und es ist Uncharted 3, Drake's Deception, Mann. Auf jeden Fall habt ihr das in Abstimmung ausgewählt, zumindest ist der Stand heute, dass der, heute ist der 10.3. 10.3. sage ich schon, der 10.4. so. Und es steht 5-2-2 und damit werde ich es auch enden lassen, die Abstimmung. Da ja für mich jetzt eindeutig schon mal 5 Leute Uncharted getippt haben, was mich sehr verwundert, weil nämlich 40 Aufrufe sind und dass die ja nichts getippt haben, oder vielleicht ist auch nicht bei denjenigen was dabei gewesen. Ja, dann halt beim nächsten Mal, wenn ihr wieder auswählen dürft, vielleicht ist dann ja was für denjenigen dabei. Auf jeden Fall ist erstmal für dieses Mal Uncharted dran. Ich habe 1 und 2 Let's Play, habt ihr hoffentlich gesehen. Und jetzt ist der dritte Teil dran, der noch bombastischer sein soll als der erste und zweite zusammen. Ich freue mich schon richtig drauf, aber jetzt können wir eigentlich mal loslegen für mich. Komm, Kampagne. Ja, starten wir die Kampagne. Neues Spiel. Und wir spielen mal auf. Einfach. So. Sollen die? Ja, sollen sie gespeichert werden. Wie ihr seht, ich habe es noch nicht gezockt. Es ist richtig blind. Ich habe nicht mal angezockt. Gar nichts habe ich gemacht. Ich bin jetzt mal gespannt. Viel Spaß. Okay, das war abzusehen, dass da wieder so ein Ladering kommt. Aber da ist drum. Passiert halt auch mal. Ja komm, jetzt darfst du auch starten. Alle warten jetzt gespannt und jetzt starte. Starte! Starte doch! Manometai. Ja, PlayStation, starte das jetzt. Wir sind alle gespannt, wir sind alle heiß wie Frittenfett. Ja komm. Zumindest die, die das Spiel noch nicht kennen. Ich kenne es noch nicht, also bin ich auch heiß gerade drauf auf das Spiel. Ich habe es noch nicht mal irgendwie gesehen. Ich weiß gar nicht, was hier passiert. Okay, ich weiß, was in Uncharted passiert. Eigentlich eine richtig geile Story immer. Also alle Menschen träumen, aber nicht gleich. Die, die während der Nacht in der staubigen Tiefe ihres Verstandes träumen, wachen am Tage auf, um zu entdecken, dass alles nur Wahn war. Aber die Tagträumer sind gefährliche Menschen. Denn sie können ihren Tagtraum mit offenen Augen darstellen, um ihn wahrzumachen. Das tat ich. Arme hoch. Na, macht's Spaß, Kumpel? Oh ja, ich lach mich tot. Nette Begrüßung. Sind beide sauber. Ich bitte um Verzeihung. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Sie sind also Talbot. Mr. Sullivan und Mr. Drake. Anwesend. Haben Sie ihn? Wir wollen erst das Geld sehen. Carter. Es ist alles da. Zeigen Sie her.
Ich muss die Echtheit überprüfen. Sicher doch. Silber. 16. Jahrhundert. Elisabethanisches Design. Sir Francis Drakes Motto ist eingraviert. Nun, sieht aus, als wäre er echt. Ja, natürlich ist er echt. Wenn ich fragen darf, wo haben Sie das gute Stück her? Ist das wichtig? Mein Kunde wird sehr zufrieden sein. Einen Moment mal. Sully, das ist gefälscht. Glauben Sie mir, Mr. Drake. Oh, du hast recht. Das ist so falsch wie ein 3-Dollar-Schein. Was zur Hölle soll das hier werden? Vielleicht sollte ich Sie das fragen. Das ist Bullshit. Deal ist geplatzt. Und Sie? Sagen Sie Ihrem Kunden einfach, Sie haben's versaut. Komm, Nate, verschwinden wir von hier. Sie sind nicht wirklich in der Position zu verhandeln. Geben Sie mir den Ring, nehmen Sie den Koffer und gehen Sie hier raus wie Gentlemen. Solange Sie noch können. Hör besser auf ihn, Junge. Sie sind ein Dieb. Wirklich? Was für eine Ironie. Okay. Geht er jetzt wohl los, ne? Nicht. Der gehört mir. Ich weiß es doch, wie er einfach. Okay. Ja, du nicht. Achso, komm her. Mit Dreieck konnte man jetzt, okay. Ja, was soll denn da? Auch nicht zu stark. Na los! Ah, da ist noch die Pokerrunde wohl gefilzt, oder? Ach so. Lass das! Lass mich jetzt los, ey. Okay, Mann, du bist erledigt! Ja, komm her. Du bist. Aha, treffen muss gelernt sein, nur. Hegel, ey. Komm her. Hier, yeah, hast du gesehen? Schmeckt ja. Tisch. Komm her. Komm her, du Bastard! Was ist denn das? Oh, wer bist denn du? Hab ihn! Ach. Scheiße! Oh, oh, das macht ihn nur wütend! Oh, einmal die ganze Kicke. Hallo, ich bin's. Hey, das war mein Drink! Okay, noch eine Runde, okay. Okay, machen wir. Hier, gib mir doch mich. Komm schon, Jungs, hört auf damit, ja? Komm, lauf. Geil. Das Spiel ist richtig geil bis jetzt. Ja. Bitte nur zu. Nicht unbedingt. Ja, kannst mitmachen. Macht sie platt! Wenn du willst, kannst du mitmachen. Ach, scheiße. Ist das alles? Was soll denn das werden? Lass mich los. Willst du noch eine Runde? Du willst anscheinend noch eine Runde, wa? Lässt du das mal hier? Das ist aber schnell eskaliert. Okay. Wer bist denn du? Oh, da ist aber... Nicht so nett. Oh, nö. Ekelig. Komm schon. Gut, geht. Gib mir einen Moment, Mann. Bin gleich bei dir. Aua. Okay, das sieht nicht gut aus für uns. Okay, Lust auf mehr. Weniger Anabolika. Oh.
Oh, tat das jetzt wenigstens gut. Ach, hätte ich das drücken müssen. Mann. Muss man anders sagen. Oh, no. Alles klar da drin? Du Zwerg. Oh, mein Stolz. Ja, geil. Ja, gut. Komm, los, Nate. Hier, wir können hinten raus. Haltet sie! Ich hab den alten Knacker! Ach Mann, nervt doch nicht. Ach so, gut. Dann werden wir dich jetzt mal über die Herdplatte ziehen. Ich hab gesagt, wir werden dich über die Herdplatte ziehen. Lass das. Ach, ich bin viel zu langsam im Kater. Das ist geil. Nee, du bist ja richtig geil drauf, ey. Ups. Ah, Mist. Oh, verdammt. Wie unfair. Komm her, komm her. Ihr Pisser. Typisch Yankee, nur heiße Luft. Hey, 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 hey. Der hat genug. Oder Kumpel? Nicht. Bleib unten. Wie der angefahren. Ach, der Lackaffe, ey. Und wer ist die? Hallo, Victor. Kate. Immer noch in der Gosse, mit ihrem Schützling, wie ich sehe. Nicht gerade angemessen in ihrem Alter. Sie stecken also dahinter. Oh, vorsichtig. Nicht, dass sie sich auflösen. Derselbe kleine Scheißkerl. So furchtlos. Ich frag mich, wovor sie überhaupt Angst haben. Nicht vor Kugeln, Blut oder Knochenbrüchen. Nein, sie stehen da drauf. Nicht wahr? Das Risiko. Der Tod. Nein. Mr. Sullivan, ich tue ihrem Kleinen schon nichts. Ich will nur, was mir gehört. Geben Sie ihn her! Das denkst du auch nur du. Oh nein, oh Gott, nein! Sie Idiot! Oh, gern geschehen, Euer Majestät. Marlow, Sie müssen sofort weg von hier. Oh bitte, das waren doch nur ein paar kleine Arschlöcher. Was? Glück gehabt, Jung. Cartagena, Kolumbien. Cartagena. Francis Drake. 20 Jahre früher. Oh, ich bin den kleinen Nathan. Was macht er denn hier in Kolumbien? El Pirata Francis Drake. Parlamente esta semana. La semana. Okay. Und los geht's. Großes aus kleinen Ursprüngen. Okay. Ich muss mal eben gucken, wie weit es mit der Zeit aussieht. Ich habe nämlich mir keine Uhr gestellt. Und es sieht gut aus. Ich würde mal sagen, ich werde jetzt hier den Part beenden. Wir sehen uns dann genau hier im nächsten Part wieder. Ich hoffe, es macht euch immer noch Spaß, bei diesem Projekt zuzugucken oder wieder bald wieder reinzuschneiden. Bis dahin verabschiede ich mich und wir sehen uns im nächsten Part und gucken, was der kleine Nathan vorhat. Bis dahin, haut rein und tschaußen.